Dein Bruder hat ja von erzählt, dass du, wenn du mit deinen Kumpels gespielt hast, gerne mal im Feld gespielt hast, weil du im Verein ja immer schon im Tor warst. Aber in der B-Jugend hast du, glaube ich, mal in einem Derby gegen Dortmund im Feld ein Klaus-Fischer-Gedächtnistor, also ein Fallrückzieher erzählt. Die Geschichte musst du kurz erzählen. Ja, es war so, dass ich am Arm verletzt war. Ich habe irgendwas an der Kapsel gehabt und konnte nicht ins Tor gehen. Und wir hatten vielleicht 13, 14 Mann gehabt und ich war dann auf der Ersatzbank. Und dann war es dem Trainer sowieso egal, weil wir schon 4-0 zurücklagen. Und ich glaube, damals in der B-Jugend spielst du 80 Minuten, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann wurde ich in der 70. Minute eingewechselt, habe dann noch 10 Minuten Spielzeit bekommen. Er wusste eh nicht, wo ich, auf welcher Position ich jetzt eingesetzt werden soll. Und dann hat er gesagt, geh in den Sturm. Und ich habe dann das 4-1 gemacht. Und das war der besagte Fallrückzieher. Und ja, die Dortmunder Verteidigung, die hat dann über den Torwart Witze gemacht, weil die wussten natürlich, dass ich auch Keeper bin und dementsprechend war er natürlich unten durch. Aber einer deiner größten Momente, oder? Fallrückzieher-Tor im Derby gegen Dortmund? Ja, so ähnlich wie beim Jens Lehmann war es nicht, dass er das 2-2 köpft für Schalke beim richtigen Derby bei den Profis, aber es war für mich ja, so, dass ich es heute noch weiß.